zur Fastnachtssitzung als Burgfräulein, zur privaten Fete als Mumie oder mal als ganz was anderes zum Rosenmontagszug. Also ich habe ein Käferkostüm gefunden und die Flügel habe ich noch nicht montiert. Ich freue mich besonders, weil ich das Stück mit meinen Kindern gesehen habe und werde sie jetzt zu Hause damit überraschen. Wer noch auf der Suche nach einem ungewöhnlichen Outfit für Fastnacht ist, der wird beim Kostümverkauf am Staatstheater Mainz in der Regel fündig. Hier muss man schnell sein, die besten Stücke sind schon bald vergriffen. Jetzt sind immer noch sehr viele schöne Sachen dabei, aber die Highlights gehen immer. Die ersten 50 Käufer gehen schon gleich mit. Von 50 Cent bis 150 Euro kosten die Kostüme und handgeknüpften Perücken. Die Theatermitarbeiter haben viel Arbeit in jedes einzelne Stück investiert. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Schon schwer, aber das gehört dazu. Es ist abgespielt und es ist dann eben auch Stand der Dinge, dass wir es dann einfach weiterverkaufen. Wenn die Leute Spaß dran haben und wir haben auf der Bühne hier, freuen wir uns natürlich auch, wenn es in gute Hände kommt.